Und damit ein ganz schnelles herzliches Willkommen. Ganz spontan dachte ich mir, auch wenn das nicht das heutige Thema des Videos sein sollte. Ähm, schauen wir doch in den aktuellen clan War rein. Und zwar greift die 1 des Gegners unsere 6 an, Babo. Und ja, wir schauen uns mal, wie er sich schlägt. Der greift hier mit Golem Wizard an. Hat keinen Packer, dafür aber sechs Golems. Ähm, hat jetzt hier die War gelockt und ihr seht, er hat einen Gift-Spell dabei. Allerdings, ja, wir machen es ja so mit Drachen ähm, zur Verteidigung. Deswegen äh, wird er da nicht allzu viel bringen. Ich weiß auch nicht, ob er sich dann. Ich glaube, Babo wurde noch gar nicht angegriffen. Von daher konnte er das nicht riechen. Was in der Glamour ist, sobald der Fight vorbei ist, schauen wir natürlich auch gleich mal ähm, drauf, wie es denn momentan im wo steht. Ähm, wie es denn ausschaut. Jumpspell hat er hier schön gesetzt. 36 und 35 Gehelden. Also ich denke. Das könnte, wenn das nicht alles falsch macht, schon ein Toaster werden. Zwei Wut und zwei Freeze sind noch am Start. Hier die Teslas gefreest und den Inferno. Packers, wie gesagt, sind hier nicht am Start. Hauptziel müsste sein, dass die Golems möglichst lange überleben und tanken und die Magier somit keinen Schaden kassieren. Allerdings ist es ein Großteil der Golems hier nach oben weggezogen. Was natürlich für die Magie suboptimal ist, die sie jetzt hier im mittleren Bereich befinden, durch die Bomben geschwächt, aber nicht gekillt wurden. Und Inferno und Teslas kümmern sich jetzt hier links drum. Nächste Freeze war auch schön, also ich denke, zwei Sterne werden das. Für drei sollte es nicht reichen. Rathaus ist down, jetzt sollten dann auch gleich die 50% fallen. Ähm, die Queen kann dann noch zünden. Die. Sich hier oben austobt, aber ja, drei werden es auf keinen Fall, also hier nochmal zwei Sterne hinzu. Und wenn wir mal zurückgehen, wie schaut es momentan aus? Ähm, 35, dann wahrscheinlich zu 26, also der Drops ist gelutscht, ähm, wir haben gewonnen. Und wenn wir mal so durchschauen, was haben die erreicht unten? Wäre theoretisch noch ein 3-Star drin, ähm, dann wer, wer kann den noch angreifen? Den schauen wir mal so. Ähm, die 1, die greift gerade an und sonst eher noch ein aus dem unteren Bereich ist, also da haben wir nichts mehr zu befürchten. Ne? Sonst haben sie tu, 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 tut, ne. Überall 2 und oben 4 mal 1. Und wenn wir uns mal die Statistiken anschauen. Die sagen eine ganz klare Sprache. 3 Stars 6 zu 0. Und das ist auch der entscheidende Punkt. Wir wechseln gleich rüber zur anderen Base-Ansicht, äh, damit ihr es sehen könnt. 2 ähm, Stars 8 zu 9. Und was mich sehr freut, nur ein einziger Monster. Star. Wenn wir mal rüber wechseln, ich denke, wir fangen von unten an. Wir haben von der 15 bis zu 11 alles hat Bei der 10 habe auch ich mich versucht. Hier hat es leider nicht funktioniert. Werde ich euch gleich mal zeigen in Angriff. Bei den 9 nochmal 3 Star und 8, 7, 6, 5, 4, 3 und 1 getostet. Und bei der 2 hat es leider auch nicht geklappt. Ähm, da haben sich dann Street und Spy4Delta im Nachhinein beim zweiten Angriff abgewechselt. Ähm, Spy4Delta hat es geschafft, die 1 zu toostarten. Ähm, Street Fighter leider nicht, aber ist nicht ganz so tragisch. Nein, ich wollte euch jetzt meinen. Ähm Geplanten Hybridangriff zeigen. Äh, war ein klassischer Go-Lava-Loon-Angriff. Ähm, die Hexe konnte man hier recht leicht holen, weil sie ganz außen war und habe auch eine Luftabwehr. darum bekommen. Allerdings, was mir hier den Strich durch die Rechnung gemacht hat oder wo ich mich einfach noch dran gewöhnen muss oder umstellen muss oder wie auch immer, sind einfach die zwei Luftfeger, zumal der eine hier schon ein recht hohes Level war. Wir schauen mal. Ich bin hier mit den Golems gekommen, die Helden ein bisschen früh vielleicht. Ähm, dann kam mir die Magier hinterher. Mauerbrecher haben die erste Mauer leider nicht komplett zerbrochen bekommen. Ist aber dann doch verhältnismäßig schnell down gegangen. Suboptimal sicher zum einen, dass der King hier rausgezogen ist. Queen hat sich dafür, ich nenne es mal Richtung Mitte orientiert. Jump habe ich in die Mitte gesetzt. Ähm, dadurch, dass in der Clanburg ein Dragon drin war, habe ich auf Blitz und Gift komplett verzichtet und habe vier Wut mitgenommen. Und jetzt wurde sich dann hier um die Luftabwehr gekümmert. Hier kommt der Max Dragon raus. Habe in diesem Moment dann, als die Luftabwehr ähm, down war, hier oben angefangen. Ähm, mit zwei Wut und zwei Lava Hounds und mit den Loons hinterher und jetzt hier unten sehen wir das Hauptproblem, hier kam nochmal ein ähm, Hound aus der Glamburg und die Loons hinterher, ich habe zum einen mit dem Wut eine Nuance glaube ich zu lange gebraucht da war ich irgendwie verplant und habe im oberen Bereich geschaut, also hier hätte man den Wut auf alle Fälle früher zünden müssen, der kam dann jetzt ähm, allerdings einfach schon ein bisschen zu spät, sodass dann alle Hounds schon down waren. Und jetzt war einfach das Hauptproblem noch, dass das komplette Zentrum da war und dass auch diese beschissene Drachen in der Klamburg da war. Um den sich niemand so richtig gekümmert hat. Wenn hätte sich am ehesten meine Queen drum kümmern können. Ähm, die hat aber leider da irgendwie keinen Bock drauf gehabt und deswegen habe ich dann auch recht schnell gesagt, komm, ne brech dich ab. Ein paar Prozent hätte ich noch geholt, waren 70% One Star. Ähm, ja, war halt so, war halt so. Ähm, und Gunther ist gerade da, ich habe nämlich gefragt. Ähm, ob ich, kann ich kurz in äh, B13? Ich habe euch ja im letzten Video ähm, unseren Rekruten-Clan vorgestellt. Und wenn wir uns den mal anschauen, der macht sich gar nicht schlecht. 21 Members sind schon drin, also wir lassen ein paar in unseren Clan und sagen dann, hey, geht doch rüber. Oder aufgrund dessen, dass es in der Clan-Beschreibung steht, ähm, sehen das natürlich auch viele und wechseln darüber. Und die haben jetzt momentan auch einen clan war gestartet. Und deswegen war für mich die Überlegung zu sagen, ob ich den da nicht mal im Video kurz vorbeischaue. Also jetzt, ähm, mehr oder weniger live. Ähm, wenn Gunther sagt, es ist okay, dann mache ich ihn kurz zum Clanführer und würde kurz in den Clan rüberwechseln wechseln. Und dann kann ich euch mal zeigen, was da so abgeht. Wir können mal reinschauen, wie es momentan in Clan wo steht und ob denn die Three-Star-Experten sich schon ein bisschen ausgetobt haben. Da muss es ähm, Gunther nur noch ähm, das Okay geben. War allerdings vor vier Minuten, da hat er gesagt, bei der Arbeit, ähm, sodass es durchaus sein kann, dass er jetzt, ähm, ja was zu tun hat oder im Angriff ist. Ressourcentechnisch läuft es gut, auch upgrade-technisch. Ähm, seitdem ich wieder am Farmen bin, ihr seht dass ich bin in Kristall 1 gedroppt. Ähm, zum einen gewinne ich natürlich nicht jeden Angriff und das Rathaus wird regelmäßig fleißig zerstört. Neue Base, ich bin noch nicht dazu gekommen, habe es zeitlich einfach noch nicht geschafft. Allerdings konnte ich schon das nächste Upgrade anstoßen. Und zwar den dritten von vier Teslas auf die maximale Stufe. dunkel sind wir auch schon wieder bei 61.000, da läuft ja aktuell noch im Labor ähm, das. Nein, die Fabrik wird geupgradet, so rum und im Labor läuft, wo haben wir die denn, hier haben wir sie, genau, läuft es noch 1 Tag und 23 Stunden der Giftspell ähm, auf die Stufe 2 und ja, damit dann natürlich auch deutlich stärkere Werte. Nein, jetzt schauen wir mal, was, was, was Gunther hier gerade treibt, ähm, er schreibt nämlich noch nicht, weil ihr müsst das ja wissen, es muss ja einer drüben sein und wenn wir mal reinschauen, perfekt, so, perfekt, dann machen wir ihn kurz zum Anführer. Befördern zu Vize und wo haben wir ihn? Da, befördern zu Anführer. Ich frage gleich an. Kannst direkt direkt annehmen. Also, ihr seht das hier ähm, ganz spontan. Das Ganze im Video gemacht und ich hoffe, <laughs> er macht erstmal einen Screenshot, dass er hier Anführer ist. Freut mich, dass es ihn freut. Ja, und wir tun es mal schweren Herzens, den Clan verlassen, aber wir haben ja die Lesezeichenfunktion, von daher alles super easy. Und machen hier mal eine Anfrage bei B13 Recruits und schauen dann gleich mal rein. Perfekt, ähm, er ist direkt drüber. Und ja, wir schauen doch mal, wie es momentan im Clan war läuft. Ähm, 8 zu 11, also wir sind natürlich hier Clan Level 1, das kann man in dem Fall nicht beurteilen. Ähm, angegriffen haben ein paar schon zweimal. Wenn wir mal durchschauen, Martin beim ersten Angriff ein Monster, dann hat Philipp hier einen ein im star und Clash with Kotti hat gefehlt. Wir benutzen das böse Wort einfach mal. Escape hat 0 und 2 geholt. Babu hat 2 geholt mit seinem zweiten Account. Und wenn wir beim Gegner mal reinschauen, ein asiatischer Clan äh, mit insgesamt 49 Wins. Und ähm, ja, wir hauen hier mal kurz einen Servus in die Runde. Ähm, und ich bin jetzt, glaube ich, gerade Vize geworden. So schaut aus. Und ja, schauen wir doch mal, ähm, was man hätte besser machen können oder was schon gut war. Also, ein Thruster war noch keiner dabei. Unten ein Town Hall 8 sollte easy hinhauen. Dann lasst uns doch am ehesten mal einen neuen Angriff anschauen. Hier zum Beispiel von Mr. Tax. Und den, ja, mehr oder weniger analysieren. Ähm, er hat sich hier für Go Lavalun entschieden. Also, was auch ich schon probiert habe. Ähm, Rathaus 9 Base. Ähm, 16er und 21er Helden. Ähm, hat klassisch den Jump noch dabei. Ähm, ich ich sehe schon mal hier keine Mauerbrecher. Das heißt, es ist dann gleich die Frage, wofür benutzt er denn den Jump? Ähm, weil. Ja, was soll denn, wie lang sollen sich die Golems hier austoben? Ähm, Jump hat er für die zweite Mauer gesehen. Okay, jetzt hat er über beide. Ne? Der kam ein bisschen spät, aber er hat zumindest gesessen. Er hat gewartet, bis die ganzen Außengebäude weg waren, wobei es beim Jump wenig Sinn macht. Also den hätte man schon ein bisschen früher, dann hätte der eine Golem nicht so viel einstecken müssen. Jetzt kommt die Glamour raus, für die hat er natürlich auch nichts. Das ist immer ein bisschen riskant, aber ihr habt eben nur ähm, diese vier Spells zur, ähm, zur Hand als Rathaus-Neuner. Und. Ja, jetzt schauen wir mal, Luftabwehr hat er Daumen bekommen. Das Problem ist halt wirklich, dass es viele diese Taktik machen mit Drache und Lava-Hund in der Clanburg. Einfach, dass der Giftspell nichts bringt. Da muss man sich dann, denke ich, mit der Zeit auch neue Sachen überlegen. Jetzt hier die Frage, ähm, was die Queen noch reicht. Den Wut, den hätte ich nicht gemacht. Der Wut war nicht gut. Ähm, hatte ich über die Queen. Ähm, er konnte die ja noch zünden, was er jetzt dann auch macht. Also den Wut hätte ich mir gespart. Wäre nee, ganz klar, ihr habt noch drei Luftabwehrs verbleiben, habt drei Lava-Hounds. Da muss einfach für jeden Hound, ähm, ich nenne es mal Hound. Loon-Kombo, ein Wut übrig sein, weil zu diesem Zeitpunkt war es schon klar und schaut euch diesen Dragon an. Der hat exakt noch keinen Schaden genommen. Und ähnlich wie bei meinem Angriff wird der jetzt in aller Ruhe nach und nach ähm, die Loons und die Lava Hounds auseinandernehmen. Man muss es wirklich so nennen. Ähm, der Wut hat gesessen, ähm, der Wut hier drüben auch. Hier kommen auch noch slette also wirklich alles gegen die Luft und ähm er hat sich dann irgendwo für zwei Hounds entschieden, wenn ich das richtig sehe. Die aber auch innerhalb kürzester Zeit wirklich jetzt alles schon pulverisiert worden. Ihr seht, er hat keine weitere Luftabwehr mehr down bekommen. Und hier muss man ganz klar sagen, war jetzt nicht der Wutzauber ähm, der Fehler oder wie man es nennen will, sondern das Hauptproblem ist einfach der Drache gewesen. Was kann man dann jetzt dagegen machen? Also ich selber bin natürlich auch schon überlegen, zum einen wäre es vielleicht eine Option, was natürlich der Three -Star, die 3 star chance verringert, aber man muss ja irgendwas machen, ist, dass man wieder anfängt, die Clarnburg zu loggen. Zu locken, zu locken. Ihr habt im Prinzip keine Chance, ähm, sie auszuschalten. Es klappt nicht mit Blitz, es klappt nicht mit ähm, Gift, wenn da ein Drache oder ein Hound drin ist. Und gerade Drache finde ich es noch unangenehmer als Hound, weil er zwar nicht ganz so viel aushält, aber dafür noch mehr Schaden macht. Beim Hound, wenn er sich aber splittet und die ganzen Welpen da sind, finde ich es auch sehr unangenehm. Also schreibt mir da gerne mal unten in die Kommentare eure Vorgehensweise, ob ihr da schon irgendwas erarbeitet habt. Wir schauen gleich mal hier einen Live-Angriff an, nochmal von Mr. Text ähm, Mit Golem Wizard Witches. Ähm, und ja, also das wäre eigentlich das Einzige, was mir momentan einfällt, dass man sagt, man lockt die Glambug, schaltet den Drachen dann beispielsweise mit der Queen aus. Im Optimalfall bei einem Hypiridangriff zum Beispiel in der Nähe in der Luftabwehr und marschiert dann rein, weil es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Hier haben wir es zwei Heal, einen Wut und zwei Jumpo. Und auch hier ähm, hat sich die Glambug schon mal ganz gut ausgetobt ähm, und einiges ausgeschalten. Und auch hier hat der Golem leider nicht lange getankt. Hier hinten kommen die Hexen, er hat einen Wut und einen Heal übereinander. Und ja, jetzt wurde dann die Klamuk ausgeschaltet. Und jetzt ist die Frage. Champ ähm, hat insoweit soweit gesessen. Ähm, was diese kleinen Sklette noch reißen. Ein Heal hat er noch übrig. Ähm, Doppelriesenbomben. Bam, die pulverisieren richtig. Aber es sind noch Hexen übrig. Also ich denke, wenn alles dort läuft, Queen ist noch da, King ist da. Zwei sollten es schon werden. Ich denke, für drei wird es nicht reichen. Vielleicht auch keinen Zwei. Je nachdem, was der Barbarenkönig jetzt hier schon noch reißen muss. Hat sich gegen beide Helden behaupten müssen. Beziehungsweise hat es in diesem Fall überhaupt nicht geschafft. Und ich denke, das werden wohl nicht mal zwei. Ähm, die Queen sollte hier links noch die 50% safen. Da ist ja auch noch mal eine Hexe dabei. Wir haben jetzt einfach keine Golems mehr, ähm, die vor den Hexen tanken. Und damit können die x in Ruhe aufräumen. Queen kann er noch zünden. Also ich denke, die 50% die holt sich jetzt gleich. Jetzt hat er hier 48. Die Luftabwehr sollte jetzt gleich da down gehen. Und jetzt hat er die 50 geknackt. Aber auch hier muss man ganz ehrlich sagen, ähm, zum 3-Star, meilenweit entfernt. Ähm, aus der Angriff möchte ich ihn nicht groß angreifen, würde ich wirklich sagen. Hauptproblem war einfach eben ähm, das mit dem Drachen. Und ja, ich würde das gerne so als Thema des heutigen Videos abschließend nehmen. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie geht ihr vor? Was habt ihr für Tipps? Was für Ideen? Wie schaltet man jetzt am besten in Klamburg? Im Klaren wo aus, damit auch solche hybrid klappen. Das war es heutigen Folge. Wir haben einen kleinen Blick hineingeworfen in ähm, Brennechen 13 Recruits. Wer vorbeischauen will, macht gerne eine Anfrage. Anforderungen habt ihr im gesternigen Video erfahren oder seht ihr auch hier nochmal in der Info. Ich bin gespannt, was ihr mir für Tipps gebt. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.